Moin moin, Brüder. Wir spielen Space Hulk Tactics. Ach nee, gar nicht. Space Hulk Deathwing, die Enhanced Edition. Und ja, es geht weiter. Kapitel 7 waren wir. Kill confirmed, brothers. So. One less threat. The virus must be dispersed quickly. Use the environmental systems to poison the Xenos. Wir werden die, okay, die Überlebenssysteme vergiften. Das ist natürlich gut, weil wir sind ja gegen Gift und so geschützt. Wir sind ja in so einer quasi, wir haben ja so einen Raumanzug an. Da können die uns gar nichts. Die Symbionten. Aber die Symbionten haben, glaube ich, von Mutter Natur aus oder auch, sind auch schon sehr ja, gegen Viren und anderen Krankheitserregern auch sehr gut gewappnet. Die passen sich auch ziemlich schnell immer jede Situation an. Kann ich hier runterspringen? Jawohl, und bin noch heile. Hier wäre ein imperialer. Ne, das ist ein Teil von imperialen Gabelstapler und da ist der Rest. Nochmal kurz Lucky Lucky machen, bin ich jetzt richtig? Ach ne, wir sind jetzt quasi am Anfang. Warte mal. Welche Richtung? Ah! Welche Richtung? Ah, da kommen sie runter. Und dann gehen wir hier rechts lang. Aber da kommen immer noch welche. Wenn wir aufhören zu kommen. Also nicht so viele auf einmal. Ja, wir hätten doch den nächsten Gang nehmen sollen. Wie komme ich da wieder hoch? Mal so ganz einfach gefragt. Und dann auf die andere Seite, dann wieder runter. Hier diese Treppe müssen wir gehen. Ich glaube, die ist kaputt, ne? Dann lass uns doch gleich was machen. Mal zurück. Da müsste der Aufgang sein. Ach, der ist auch kaputt auf der Karte hier. Das ist wieder der Gang, wo wir nicht hin wollen. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich weiterkommen soll. Ist auch kaputt. Bleibt ja nichts übrig, als da gekommen. Nur da am Karton. Hallo. Mach mal zu deinen Salat. Oh, das war ein Volltreffer seinerseits. Der Saalöffner muss ich wieder Gebrauch machen. Oh, sieht ja ganz nice aus da oben. So, hier müssen wir ein Stück zurück. Dann nach links. Ich habe es echt nicht gerafft. So. Dann kommen wir jetzt endlich hier weiter. Aber wenn man einmal was blockiert hat, kann man es nicht mehr blockieren. So was Doofes. Stimmt, hier sind wir ja mal vorhin, am Anfang der letzten Folge lang gelaufen. Und haben hier alles zugemacht. Wenn nicht. Oh Gott, Gott. Jetzt war es jetzt mal hier. Hört nicht auf hier, verdammte Axt. Oh, er hat sich jemand vor mir enttarnt. Schweinebacke. So, der letzte macht die Tür zu da. Oh, ich brauche Heilung.
Das war ganz schlecht. Beam mich weg, Scotty. So. Genau, kurz geheilt. Ich guck nochmal, aber... Ich wollte mal ganz kurz gucken wegen der Ausrüstung. Die ist ja nicht für uns gewesen, genau. Nee, Abbruch. Wir hatten doch irgendwo Reliquien. Genau, das sind alles die ganzen Ausrüstungsteile für unseren... Tja, einfach nur zum Sammeln. Einiges haben wir auch schon irgendwie übersehen. Naja, gibt Schlimmeres. Vestarium. Haben wir auch schon quasi alles entdeckt. Genestealer, Hybrid. Dritte Generation Hybrid. Ich glaube, da bin ich schon mal durchgegangen, oder? Brutlord, richtig fettes Vieh. Lensenclown Genestealer, ist aber auch schon groß. Anderer Brutlord. Naja. Dann wieder durch. Ich wollte gerade nur kurz einen Moment Ruhe haben. Dann kann er Sunny seine Erste-Hilfe-Pakete aufladen. Und wir rennen jetzt hier mal quasi weiter. Wohin, 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 wohin? In die falsche Richtung rennen wir ja wieder. Da lang müssen wir. Das sind noch vier Symbole, also vier Spawnpunkte der Genestealer. Klatsch hat er gemacht. Klatsch hat auch der gemacht. Und bumm hat der gemacht. Ob wir die Tür hinter mir verschließen? Danke. Ah, ich sehe was, was ihr nicht seht. Alter, das lebt ja immer noch. Sind wir parallel dazu. Das heißt, wir können gleich die nächste nach links gehen. Hey! Hier müssen wir echt... Ah gut, Universalöffner. Kam mir schon einer entgegen. Oh, den habe ich übersehen. Das ist echt scheiße. Haben wir noch etwas? Warte mal, ganz kurz scannen. Nee, das war der einzige, okay. Schütte, schütte, schütte. Ich bin falsch gelaufen. Wir müssen irgendwie hoch. Los, 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 Männer. Einmal aktivieren, bitte. Also müssen wir da noch was aktivieren. Bitte haltet mir alle mal weg, tot da. Ja. Verriegeln. Verriegeln. Töten. Verriegeln, ja, warning. Als Raketenwerfer Johnny. So. Und jetzt wieder. Hab doch aktiviert. Oh, vergiften wir dieses Dreckspack. Das Virus ist spreading rapidly. That will delay the accursed Xenos. But the war is not yet won. Rendezvous in the next battle zone as swiftly as possible. Okay, machen wir. So, jetzt würde ich sagen, lass mir die Tür mal offen, damit das Virus sich hier verbreiten kann. Und ich hoffe, die kippen davon echt um oder werden langsamer.
Weil ich wette mit euch, die passen sich an. Die passen sich an, die Viecher. Oh, mal öffnen da. Sesam, öffne dich. Achso, von da sind wir gekommen, oder? Ach, einmal wieder quer rüber. Was man solche Luken auch nicht schließen könnte. Weil lassen sich echt gerade nicht blicken, ne? Ah, ich sag euch, ne? Unterschätzt niemals die Tyranniden. Die werden da einen Weg finden wieder. Um uns zu ärgern. Das ist die Ruhe vorm Sturm, ich sag's euch. Das geht hier gleich richtig heavy ab. Ah, links. In dem Fall wäre es doch rechts gewesen. Ja, links, rechts. Ich meinte ja diese Richtung. Genau, das ist das andere links. Müssen wir mal kurz gucken, müssen wir jetzt rüber? Ja, müssen einfach nur rüber. Wenn man rüberkommt. Und dann die untere Ebene sind dann. Dann gehen wir hier links lang. Oh, da tropft's undicht. Da muss man Techmarine ran. Mal öffnen. So, da scannen wir mal ganz fleißig. Und den hacken wir mal. Oder auch nicht. Weil die da mich schon echt nerven. So, dann wird er nicht wird zerstört. Scheiß Raketenwerfer. Zerstören. Zerstören. Doc, hast du mich überhaupt geheilt? Dankeschön. Danke. Hört ihr das Flüstern? Ist irgendwie wieder ein Relikt irgendwo. Hier war es nicht. Ah, dahinter irgendwie. Einmal hier rum. Mensch, jetzt haben wir ja echt mal richtig Relikte gefunden. Eins haben wir bisher nicht gefunden, aber 5 von 6 ist ja schon mal nicht schlecht. Davor bei der Mission hatten wir 0 von 4. Nicht gar nichts. Hm. Ich dachte, es kommt ja echt noch der große Angriff. Jetzt haben wir 4 Eiferpunkte. Was haben wir da? Ehreneliminierungen. Oh, armselig. Gefundene Relikte, das ist sehr gut. Kult durch Mechanikus, was immer da zerstörte, gehackte Türen und Türme, okay, da sind wir perfekt. Und Psionikern, Psi-Tür nicht verwendet, perfekt. Ich hab's doch einmal verwendet.
Achso, jetzt gerade in diesem letzten Abteil. Ja gut, ich hätte jetzt auch gedacht, dass noch mehr kommt. Eliminierungen. Ich hätte ab zu wenig Leute gekillt, okay. Genauigkeit, war gut. Durch ist durch, ganz einfach. Hm. Machen wir hier unten mal zu, was gibt's denn da? Der Psioniker setzt seine mächtigen Kräfte ein, um seine Feinde zu vernichten. Ja, toll. Das ist eine super geile Beschriftung. Erklärung, was ist das jetzt für eine Psi-Fähigkeit? Na gut, dann machen wir den voll. Und was haben wir hier für eine Boni? Deine Waffen haben keine Ladehängung mehr. Deine Feinde können Schläge nicht mehr parieren. Ja, leider keine kritischen Treffer, das klingt ja schon mal geil. Das ist hier für meine Verbündete. Ja, Energiehammer, Sturmschlitt brauchen die nicht. Das wäre nicht verkehrt, dass die stärkere Rüstung haben. Tja. Aber ich gehe trotzdem mal hier drauf. So, und dann würde ich hier mal einen Break machen. Dann ist die Folge mal ein bisschen kürzer. Normalerweise haben wir ja immer um die 30 bis 40 Minuten. Aber ich will jetzt nicht mit Kapitel 8 anfangen. Ja, dann wird das eher ein kurzes Video und nächstes Mal geht es dann mit Kapitel 8 weiter. Also abonnieren, liken und so nicht vergessen. Haut rein, ciao!